Warnung, ich übernehme keine Haftung bei Änderungen an den Dateien des Spiels, die ihr selber vornehmt. Das kann dazu führen, dass Bugs, Abstürze, Spiel, Safe-Game-Fehler und Multiplayer-Probleme auftreten können. Ihr solltet deshalb immer stets eure Sicherheitskopien von euren Safe-Games oder die Dateien, die ihr immer machen, da ansonsten das ganze Spiel fehlerhaft sein könnte oder vielleicht auch euer Safe-Game verloren gehen können. Sollte es doch passieren, dann versucht über Steam die File-Überprüfung gegebenenfalls zu reparieren oder installiert das Spiel neu. So, nun viel Spaß mit diesem Video. So, und damit einmal hallo Leute und herzlich willkommen zu der ersten, ja, wie nenne ich das jetzt einfach mal, den ersten selbstbastenden, ja. Ich zeige euch, wie ihr bei Avorion, beachtet bitte den vorigen genannten Hinweis, selber Werte ändern könnt, um eventuell euch gewisse Art von Ärger zu ersparen, um vielleicht noch mehr Spaß zu haben, ja. Und dazu, ja, fangen wir als erstes an, was mich gleich schon ziemlich schnell als erstes auf den Sack ging, und zwar die Inventarplätze. Und zwar hat mich das schon genervt, dass, ich lade dafür den Spielstand einmal eben, nur mal so kurz, um aktuelle Dinge zu sein. Ne, mich hat das auf jeden Fall genervt, dass die Inventory-Slots vom Spieler und der den Allianz-Inventar maximal bei beiden insgesamt bei beiden jeweils 1000 beträgt, meine ich. Und wenn man schon eine Weile unterwegs ist, so wie ich, wird so ein Inventar auch ziemlich schnell voll, erst recht, wenn man so ein Sammelbeding zu tun hat wie mit mir. So, dafür müsste das Laden gleich mal fertig sein. So, und dafür habe ich den Inventar, wie ich hier sehen könnt, von 1000 auf 100.000 erhöht. Das heißt, ich habe noch mehr Platz, um noch mehr Krempe zu lagern. Gut, ich werde ja auch nicht alles behalten, das ist klar. Irgendwas werde ich auch immer mal verschrotten, das ist auch klar. Aber wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch. Und zwar gehen wir erstmal ins Hauptmenü zurück, um am besten die... Und zwar, um das zu bearbeiten, müssen wir am besten erstmal auch durchsuchen, damit wir die Speicherfiles von unserem Spiel finden. So, die werden sitzt jetzt bei mir geöffnet. Ich schließe das Spiel einfach mal und hole das Fenster hier hin. Genau, jetzt seht ihr das auch. So, damit kann man hier gleich erkennen, wenn das Fenster, wenn das ja mal weggehen würde. Das kann schließen, das brauche ich nicht mehr. So. Na komm. So. Also hier sehen wir auf jeden Fall den Spielstand. Den müssten wir einmal öffnen. So, und dann gibt es einen Bereich, der Server-Konfigurationseinstellung heißt. Ist so eine kleine Datei. Ist meistens, lass mich mal kurz gucken, eine INI-Datei. Und die werde ich mal kurz eben öffnen. Das wollen wir nicht mit Editor öffnen. Dafür empfehle ich euch das Notepad++. Da. So, nehmen wir gleich einfach mal. So, und damit öffnen wir es mal. So, und hier können wir jetzt auf, anhand der Liste sämtliche Einstellungen nehmen, die für diesen Spielstand vorgenommen wurde. Zum Beispiel hier Unlimited Processing Power, Unlimited Ship Size is 2, Mad Factions 200, Rift 200, Resource Asteroiden Faktor 5 und so weiter, die Einstellungen. Und wir suchen die Einstellungen, womit wir unser Inventar vergrößern können. Das heißt, die Sachen dafür, damit wir das machen können, befindet sich einmal hier Player Inventory Slots. Normalerweise steht hier schon ein Wert von 1000, ich habe ihn aber schon auf 100.000 erhöht. Wie gesagt, damit ich bei mir schon weiterhin eintragen kann. Das heißt, ihr fügt einfach, oder ihr wollt sogar nur weniger, vielleicht nur 100 als eigene Challenge oder halt 500, um es nur halb so schwer zu machen. Aber wie gesagt, ich werde beim Wert von 100.000 bleiben. Das lasse ich auch so stehen und dann starte ich es wieder. So, dauert immer ja einen ganz kleinen Augenblick. Nee, und so einfach ändert ihr quasi schon ihr Inventarslot, so einfach ändert ihr den Wert für die Inventarslots auf eure gewünschten Werte um. Oh, okay, ich habe noch nicht mal da drauf gedrückt und schon lädt er, aber gut. Schauen wir uns das Ganze im Vergleich nochmal an.
Unsere Sonne ist etwa 26.000 Windlichter vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Na, let's go. Aber ein Zentrum soll ja angeblich ein schwarzes Loch sein, ne? Bin ich der Meinung? Sagt man ja uns zumindest. Ob das wahr ist, weiß ich ja nun auch nicht. Ja, das stimmt. Schiff, also die große anderer Spiele abonnieren und herunterladen. Genau. Wie oft solche Vorstellungsvideos kommen, hängt so ganz davon ab. Ja, wirkt ein bisschen nach Lust und Laune ab. Also ab und an wird mal vielleicht 1 bis 2 Mal die Woche. Also ich lasse das noch ganz grob noch abschätzen, wie oft das kommen wird. Also erwartet dann nichts. Solltet ihr Fragen haben, die ich euch eventuell beantworten kann, zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel, wie erhöhe ich, zum Beispiel, was ich als nächstes plan würde, euch zu zeigen, wie kann ich zum Beispiel die Angriffe der Piraten stärker machen? Oder wie kann ich sogar die Dauer der nächsten Angriffswelle für die Piraten oder die Sodian machen? Das ist alles soweit im Bereich des Machbaren. Soweit habe ich aber auch noch nicht gefummelt. Und ja. Wie gesagt, sollten dazu Fragen auftauchen, gucke ich mir gerne dran und schaue es mir mal an. So, das war es eigentlich auch schon mit der Erklärung zur More Inventory Site Möglichkeit. Und ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sagt mir gerne eure Meinung oder eure Vorschläge für ein kommendes Video gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Und würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Das war's von mir. Dankeschön. Tschüss.